ich euch heute einen besonderen Wein vorzustellen. Und zwar allein aus dem Grund einen besonderen Wein, weil das, was drin steckt in der Flasche, anders ist als was draufsteht auf dem Etikett. Und zwar schenke ich euch jetzt ein, oder uns ein, einen Luganer. Aber einen Luganer, der von der Stilistik sehr viel nördlicher ist, als man eigentlich. Also, man würde ihn in den Norden verorten, aber es ist ein Luganer. So trifft es vielleicht. Schon die Flaschenform der Schlegelflasche ist eigentlich deutsch-österreichisch, gar nicht so italienisch. Und das Gleiche hat man jetzt auch beim Inhalt. Also wir haben einen Luganer aus dem Luganer Gebiet, das heißt Trebbiano von der Rebsorte, aber nicht Mainstream Easy Drinking ausgebaut, sondern wirklich sehr, sehr elegant, spezieller, filigran und mit einer ordentlichen Säure. Also wir waren, als wir den Wein zum ersten Mal probiert haben, wirklich auch überrascht von der Stilistik. Also ich glaube, auch wenn ihr ihn probiert, blind probiert oder Gästen zum Probieren gebt, es würde hinter diesem Wein niemand einen Italiener vermuten, sondern man wird auf verschiedenste Ideen kommen. Man hat ein unheimlich schönes Spiel zwischen Frucht und zwischen Säure. Die Säure ist fast, also sie ist sehr führend, aber nicht unharmonisch. Also sie ist toll eingebaut, macht aber diesen Spannungsbogen mit der Frucht aus. Von der Nase hat man gleich eigentlich eher ein bisschen was Würzigeres, eine ganz leichte Zitrusfrucht. Also es geht für mich so in Richtung Limette, also grüne Zitrusfrucht und davon auch eher die Schale. Also eine Zeste, ja. Ja, ganz, ganz leichte Hefenoten. Und jetzt kommt ein knochentrockener, nicht schwerer Wein. Aber auch überraschend präsent. Ja, sehr präsent. Auch die Würze, die man in der Nase hat, ist eigentlich am Gaumen gar nicht mehr zu schmecken, sondern da kommt dann jetzt wirklich die Zitrusfrucht durch. Das ist ein Wein, der unglaublich gut Speisen begleitet, der aber auch wirklich so bei heißen Temperaturen eisgekühlt super viel Spaß macht und nicht langweilig ist. Ja, und auch der Typ, der hinter dem Wein steht, ist spannend oder ist ein Junger, 33 ist er, Mattia heißt er, ein ehemaliger Rugby-Spieler, der sich doch entschlossen hat, jetzt das Weingut der Familie, des Vaters zu übernehmen und der auch ganz klar sagt, ich mache die Weine so, wie ich meine, sie machen zu müssen, mir ist es vollkommen wurscht, wie sie ankommen. Und wenn man mal in Urlaub fahren möchte, Cascina Maddalena heißt das Weingut und die haben auch ein Agriturismo, da kann man übernachten. Und trinken, ohne dann fahren zu müssen. Genau. In diesem Sinne, salute!